Moin Internet! Wie geht's, wie steht's? Hier ist Spielexkurs! In diesem Video würde ich gerne auf ein weiteres Thema eingehen, das ich schon mal in der Spielecke angeschnitten habe. Und zwar geht es, wie der Titel verrät, um die Gesinnung. Wir beschäftigen uns nun mit der Frage, wie genau diese bei Pathfinder aussieht, wie man sie richtig spielen soll und wie wichtig dieser Aspekt des Spiels überhaupt ist. Zunächst aber das übliche Kleingedruckte. Wenn die Spieler einen neuen Charakter erstellen, müssen sie sich dafür entscheiden, welche Gesinnung er hat. Die Gesinnung eines Charakters gibt an, was für eine Person er ist und wie er die Welt wahrnimmt. Dafür gibt es eine Skala, die auf der einen Achse von gut bis böse und auf der anderen von rechtschaffen bis chaotisch reicht. Auf beiden Achsen gibt es zudem noch die Option neutral, die eben in der Mitte zwischen den beiden Extrempunkten liegt. Mit diesem Spektrum lässt sich bereits einiges anfangen. Leider sorgt eben dieses Spektrum aber auch gerne oft für Verwirrung. Das heißt, die gut-böse Achse ist eigentlich schon recht selbsterklärend. Ich meine, gut und böse sind zwar keine absoluten Termini und es gibt eine Tonne Grautöne dazwischen, aber grundsätzlich sollte jeder schon zumindest eine grobe Vorstellung davon haben, was gut und was böse ist. Sein und Handeln ist allerdings nicht notwendigerweise das gleiche. Klar, gute Personen werden wahrscheinlich eher gute Dinge tun und böse Personen eher nicht. Das heißt allerdings nicht, dass ein gut gesonnener Charakter ausschließlich gute Taten vollbringen kann. Den freien Willen hat meines Wissens noch keiner abgeschafft, also können Charaktere selbstverständlich auch mal irrational handeln. Vielleicht ist ein guter Charakter ja verliebt, nur in die falsche Person. Und Eifersucht ist halt so eine Sache. Sie kann selbst die Besten von uns treffen und niemand ist dagegen immun. Zwar würden die wenigsten deswegen komplett unüberlegt handeln, oder so will ich das doch zumindest sehr hoffen, aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass dieses Gefühl zu etwas Unüberlegtem führt, das möglicherweise ziemlich tragisch enden kann. Mord zum Beispiel. Eindeutig eine böse Tat. Aber macht sie den Mörder zur schlimmsten Person auf der ganzen weiten Welt? Nicht zwangsläufig. Es kommt schon auf die Umstände an. Eine böse Tat ist es dennoch. Und der Charakter kann sich sowas von darauf verlassen, dass sie in der Himmelskanzlei nicht unbemerkt bleibt. Das gleiche mit einer bösen Person. Ein Mörder, der ein potenzielles Opfer vor einem anderen Übeltäter schützt, weil es ihn an seine kleine Schwester erinnert, wird dadurch nicht sofort geläutert. Das sind natürlich Extrembeispiele. Morden, Stehlen und Betrügen sind natürlich nicht die einzigen Möglichkeiten, wie jemand böse sein könnte. Die Situation verdeutlichen sie meiner Meinung nach aber ziemlich gut. Eine einzige Tat, je nachdem wie schwer sie ist, versteht sich, wird sich nicht wirklich darauf auswirken, ob ein Charakter nun gut oder böse ist. Allerdings summiert sich das im Verlauf einer Kampagne sehr wohl, sodass sich die Gesinnung eines Charakters durchaus ändern kann. Etwas Ähnliches lässt sich auch auf der rechtschaffen chaotisch Achse beobachten. Was viele hier jedoch leider missverstehen, ist, dass rechtschaffen nicht zwangsweise bedeutet, dass sich ein Charakter an sämtliche Gesetze halten muss. Rechtschaffen zu sein bedeutet in diesem Kontext erst einmal nur, dass der Charakter einem strengen Moralkodex folgt. Was das genau bedeutet, hängt jedoch vom Charakter selbst ab. Möglicherweise ist er Mitglied der Stadtwache. In dem Fall sicher, klar, das Gesetz steht über allem. Vielleicht ist er aber auch ein Mönch oder ein Kultmitglied. In diesem Fall wäre es doch naheliegend, dass er die jeweiligen Verhaltensregeln verinnerlicht hat und nach ihnen lebt. Vielleicht ist es aber auch eine ganz persönliche Sache. Ein rechtschaffen böser Charakter zum Beispiel könnte an das Recht des Stärkeren glauben. In dem Fall sollte er einsehen können, dass er sich demjenigen zu beugen hat, der stärker ist als er, weil es sich eben so gehört. Technisch gesehen könnte sogar das Motto "Kein Bier vor vier" als ein rechtschaffener Aspekt angesehen werden.
solange der Charakter daran auch festhält, natürlich. Chaotisch zu sein dagegen ist eher etwas für diejenigen, die sich nicht wirklich festlegen können oder wollen. Chaotische Charaktere handeln eher aus dem Bauch heraus, und zwar so, wie auch immer es ihnen gerade als angemessen erscheint. Zu allermindest sehen sie keinen Mehrwert darin, sich an strenge Verhaltensregeln zu halten. Dennoch heißt es nicht, dass chaotische Charaktere komplett unberechenbar sein müssen. So wie ein böser Charakter nicht einfach nur ein Bösewicht sein muss. Wie bereits in der Spielecke erwähnt, hier ein paar Beispiele aus der Welt der Unterhaltung, um diese Aufteilung ein bisschen zu verdeutlichen. Zugegeben, man kann sich durchaus darüber streiten, ob alle aufgeführten Beispiele richtig platziert sind. Das ist nämlich das Problem mit der Gesinnung. Ein rechtschaffen guter Charakter zum Beispiel könnte an das Gemeinwohl und eine Zukunft für alle glauben. Ein rechtschaffen neutraler glaubt wahrscheinlich an die Kraft der Gesetze, wie auch immer sie dann ausfallen. Chaotisch gute und neutrale Charaktere glauben eher an das Gleiche wie ihre rechtschaffenen Kollegen, aber es sind dann wohl eher die Methoden, die sich unterscheiden. Die Grenze, wie weit diese Charaktere gehen würden. Und diese Grenze ist in der Tat ziemlich verschwommen. Deswegen geht jeder Spielleiter auch anders damit um. Für manche heißt es: Du bist rechtschaffen gut, natürlich darfst du diesen Wachmann hier nicht belügen. Auch wenn er dich sonst einsperren würde. Andere, so wie ich, sehen die Gesinnungsfrage eher als eine Art grundsätzliche Lebenseinstellung, bei der die Charaktere versuchen, nach ihrem Gesinnungsideal zu leben, es aber nicht unbedingt tun müssen. An der Stelle sei natürlich auch erwähnt, dass hier sowohl der Spielleiter als auch der Spieler selbst gefragt sind. Rechtschaffen gut zu sein und einem strengen Kodex zu folgen, ist ausdrücklich nicht das gleiche wie eine andere, eher inoffizielle Gesinnung. Diejenigen unter euch, die der englischen Sprache mächtig sind und etwas Rollenspielerfahrung haben, wissen vermutlich, wovon ich gerade rede. Wahrscheinlich haben sie diese sogar selbst mindestens einmal gespielt. Die Rede ist natürlich von Lawful Stupid, zu Deutsch rechtschaffen dämlich. Hierbei handelt es sich um die Einstellung der Paladine in ihrer extremsten Ausprägung. Das Motto hier ist Ehre vor dem gesunden Menschenverstand oder was auch immer für ein Volk gerade gespielt wird. Das gilt für andere Gesinnungen natürlich genauso. Etwa dämlich gut, chaotisch dämlich und so weiter und so fort. Anders ausgedrückt, die rechtschaffen chaotisch und gut-böse Skala sollte, wie gesagt ganz grob, für eure Charaktere eigentlich das hier bedeuten. Soweit so gut, oder? Der Haken an der Sache? In der Praxis sieht es leider nur allzu oft eher so aus.
Ist letzteres der Fall, kommen wir gefährlich nah an eben diese Dämlich-Skala. Fairness halber sei aber auch gesagt, eine goldene Mitte ist da wirklich schwer zu treffen. Und genau deswegen, damit dieser Dämlich-Skala gar nicht erst entsteht, rate ich ganz persönlich den Spielern in meinen Kampagnen, sich nicht allzu sehr darauf zu versteifen. Macht euch keinen großen Kopf drum und entspannt euch. Gibt noch genug andere Regeln, auf die ihr aufpassen müsst. Wirklich. Nun kommt an dieser Stelle bei vielen möglicherweise eine Frage, die übrigens durchaus berechtigt ist. Naja, Spielexkurs, wenn die Gesinnung so abstrakt und komisch ist, sollten wir sie nicht lieber einfach weglassen? Jein. Hier ist das Ding. Spieltechnisch gesehen gibt es sehr wohl Momente, in denen sie eine große Rolle spielt. Ein Beispiel aus einem tatsächlichen Abenteuer. Die Gruppe ist einem extrem gefährlichen Verbrecherboss auf den Fersen. Die Charaktere finden seine rechte Hand, fesseln diesen Typen und verhören ihn. Sie kriegen die Info, die sie brauchen. Nun haben sie aber das Problem, was sie mit dem Verbrecher machen. Die Stadtwache ist korrupt. Sie arbeitet für diesen kriminellen Boss. Und wenn die Charaktere diesen Typen jetzt laufen lassen, erzählt er alles sicherlich seinem Chef. Die Gruppe diskutiert, was sie machen soll. Dann sagt der chaotisch gute Kämpfer, nehmen wir dafür wieder den Kämpferkleriker Max. Ganz ehrlich, da können wir bis zum Umfallen diskutieren. Ich gehe zu ihm und steche ihn ab. Nachdem ich als Spielleiter erstmal den Schock dieser Aussage verdaut habe, überlege ich mir, was diese Handlung bedeutet. Das war definitiv eine chaotische Handlung. Und technisch gesehen hat es das Problem gelöst. Dass dadurch diverse andere Probleme entstehen, sei erstmal dahingestellt. Dennoch hinterlässt die Entscheidung einen bitteren Beigeschmack. Ich denke, die meisten würden mir jetzt schon zustimmen, dass offiziell gefangene Verdächtige zu erdolchen, die auch noch gefesselt sind, wohlbemerkt, keine Tat einer guten Person ist. Macht es Max dadurch böse? Nicht wirklich. Sicher, es war eindeutig ein kaltblütiger Mord, aber erstens geschah der nicht aus niederen Motiven. Und Max hat ja nur versucht, den Auftrag auszuführen und gleichzeitig sich selbst vor Verfolgung zu schützen. Man könnte argumentieren, die Umstände wären schuld, dass er so gekommen ist. Die Umstände würden sein Handeln quasi zumindest ein Stück weit rechtfertigen. Ein Mord ist es dennoch. Das ist ein Dilemma. Also sage ich dem Spieler, wenn er das tut, würde ich seine Gesinnung von chaotisch gut auf chaotisch neutral ändern, worauf dieser sagt, dass es okay ist. Ob sich seine Gesinnung wieder verändert, hängt ganz davon ab, was er später in der Kampagne so macht. Das ist die Situation. Was bedeutet dieser Wechsel für Max? Als Kämpfer? Erst einmal gar nichts. Seine Gesinnung ist ihm ja nicht auf die Stirn geschrieben. Als Kleriker wird es für ihn aber so langsam eng. Denn Kleriker dienen einer Gottheit und erhalten im Gegenzug von dieser ihre ganzen Zauber. Sagen wir, Max Gottheit ist Desna. Göttin der Reisen, der Sterne, der Träume und des Glücks. Desna ist eine chaotisch gute Gottheit. Mit diesem Wechsel entfernt sich Max also einen ganzen Schritt von seiner Zauberquelle. Und warum würde eine Gottheit jemanden unterstützen, der ihre Ansichten nicht teilt? Logisch, oder? Gut, Max hat in diesem Fall Glück. Eine gewisse Toleranz haben die Götter nämlich. Ihre Kleriker dürfen einen Schritt auf einer Skala von der Gesinnung ihrer Gottheit abweichen. Speziell Max kann also auch chaotisch neutral oder neutral gut sein und trotzdem die ganzen Zauber und Fähigkeiten behalten. Wenn er aber weiter als das ausschert, verliert er eben alles, was die Klerikerklasse so toll macht. Wäre Max ein Paladin,
hätte dabei sogar noch weniger Spielraum, weil Paladine rechtschaffen gut sein müssen, wenn sie ihre Kräfte einsetzen und nicht nur als bestenfalls mittelmäßige Kämpfer rumlaufen wollen. Dazu kommen natürlich noch weitere Einschränkungen. Etwa, dass sie als Verkörperung des Guten und der Ordnung eben keine richtige moralische Grauzone kennen. Dieses Problem haben aber auch andere Klassen. Barbaren zum Beispiel leben von ihrer ungezähmten Kampfeslust und der Wildheit im Herzen. Sie können diese Kraft daher nicht entfesseln, wenn sie sich ständig an irgendwelche strengen Verhaltensregeln halten müssen. Sprich, eine rechtschaffene Gesinnung kommt für sie nicht in die Tüte. Derweil sind Mönche so ziemlich das Gegenteil davon. Wenn sie ihre Kräfte einsetzen wollen, brauchen sie eiserne Disziplin und Selbstbeherrschung. Sprich, eine rechtschaffene Gesinnung. Haben sie diese nicht, geht das Spiel davon aus, dass der Mönch zu undiszipliniert ist, um sich ordentlich auf seine Kräfte konzentrieren zu können. Druiden dagegen bleiben eher irgendwo in der Mitte angesiedelt und können neutral gut, rechtschaffen neutral, neutral, chaotisch neutral oder neutral böse sein. Außerdem sieht das Spiel diverse Situationen und Effekte vor, die sich auf einen Charakter je nach seiner Gesinnung unterschiedlich auswirken. Zum Beispiel himmlisches Feuer. Das ist eine zauberähnliche Fähigkeit von Hexenmeistern mit himmlischer Blutlinie. Dabei erzeugt der Hexenmeister einen Feuerstrahl, der bösen Kreaturen schadet, gute Kreaturen aber heilt. Das heißt, sollte Max verletzt werden und seine Zauber bzw. seine Energie zum Fokussieren bereits verbraucht haben, könnte ein verbündeter Hexenmeister mit der entsprechenden Blutlinie ihn zur Not damit heilen. Das ist mit einer neutralen Gesinnung natürlich nicht mehr möglich. Andererseits könnte Max in diesem Fall aber auch nicht mehr mit dem Zauber Gutes entdecken erkannt werden. Das wäre aus der Rollenspielperspektive zwar eher traurig, regeltechnisch unter Umständen aber ganz praktisch. Etwa wenn die Gruppe in das Schloss eines bösen Magiers eindringen will. Und da sind nur einige der Beispiele. Fassen wir also nochmal zusammen. Gesinnungen sind kompliziert und auch schwer richtig darzustellen, weswegen ich sie meinen Spielern ausschließlich als grobe Orientierungshilfe empfehle. Es gibt aber sehr wohl einen vernünftigen Rahmen, bei dem der gesunde Menschenverstand eigentlich einsetzen sollte. Also zum Beispiel, dass ein Charakter, der wahllos Leute ausraubt, bestiehlt, zusammenschlägt und mordet, vermutlich nicht als rechtschaffen gut durchgeht. Diese Orientierungshilfe hat aber sehr wohl ihren Zweck, da bestimmte Dinge im Verlauf des Abenteuers durchaus an die eine oder andere Gesinnung gekoppelt sind. Insgesamt sollten sich die Spieler aber wirklich nicht den Kopf drüber zerbrechen. Denkt einfach drüber nach, was für eine Person euer Charakter ist und schaut, welche Gesinnung am besten dazu passt. Und dann handelt einfach danach. Für gewöhnlich sollte das eigentlich ausreichen, um starke Missverständnisse zu vermeiden. Und falls jemand mal doch zu weit ausschert, wird der jeweilige Spielleiter euch wahrscheinlich schon darauf hinweisen. Vermutlich sogar mit dieser sadistischen Freude, wie man sie von den Spielleitern kennt und wofür wir sie alle so doll lieb haben. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!